Nachhalt. Bei RFH. Vergona besiegelt Zusammenarbeit. Hersteller beteiligt sich an der Schokolade 2016. Grandiose Würfe in der 50. Handball-Bundesliga. Handballtor der Saison 2015-16 wird gewählt. Braunschweigische Landschaft im Ratskeller. Neue Ausstellung auf 23 Tafeln. Gartenlaube geht in Flammen auf. Einbrecher gefilmt. RFH. Einfach näher dran. Braunschweigische Landschaft im Ratskeller. Neue Ausstellung auf 23 Tafeln. Was geschah in der Zeit von 1918 bis 1933 in der Region? Blankenburg gehörte zum Land Braunschweig und hatte als Kreisstadt eine gewisse Bedeutung. Die Wanderausstellung der Arbeitsgruppe Heimatpfleger der Braunschweigischen Landschaft e.V. wurde bereits in verschiedenen Städten gezeigt. Die Ausstellung ist inszeniert worden von der Arbeitsgruppe Heimatpfleger der Braunschweigischen Landschaft, die seit 1990 besteht. Und diese Ausstellung ist erstmalig der Öffentlichkeit gezeigt worden vor 3 Jahren im Niedersächsischen Landtag, ist dann durch die Landkreise Wolfenbüttel, Helmstedt und Salzgitter und Peine und die Städte Wolfsburg und Braunschweig gewandert. Wir waren auch in Holzminden und in Seesen und nun sind wir heute in Blankenburg, der Station, die wir für sehr wichtig ansehen, weil Blankenburg früher zum Braunschweigischen Land gehörte und Blankenburg auch Mitglied der Braunschweigischen Landschaft ist und in dem Beirat der Braunschweigischen Landschaft aktiv mitarbeitet. Bis Ende November ist sie im Blankenburger Rathaus zu sehen. Tafeln und Vitrinen geben Einblicke in die regionale Geschichte, in die politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Situation der damaligen Zeit. Es ist ein relativ kurzer Zeitraum in der 800-jährigen Geschichte des Landes Braunschweig, der dargestellt wird. Aber auch ein sehr prägender. Denn der Weimarer Republik folgte der Nationalsozialismus. Zu der Zeit damals, als in den 30er Jahren die NSDAP zum Beispiel an die Macht kam, wurde der Kreisdirektor Kuno Rieke gleich abgesetzt, der ja hier eingesetzt war. Auch der Bürgermeister Zerbst wurde 33 abgesetzt und es ging über, natürlich wie im gesamten Land Braunschweig, im Jahre 33 zu der Übermacht der NSDAP, denn wir hatten im Jahr 1930 schon im Land Braunschweig eine Regierung von den bürgerlichen Parteien mit der NSDAP. Ministerpräsident oder Vorsitzender des Staatsministeriums war damals Herr Küchenthal und von der NSDAP zunächst der Innenminister Franzen und nachher Herr Klagges, der hier leider Gottes ja überall sehr bekannt ist. Wir haben hier natürlich einmal die beiden Literaten, Spengler, der ein Buch geschrieben hat, Den Untergang des Abendlandes. Und vor allem hier in Blankenburg gab es ja ein Mädchenpensionat oder mehrere Mädchenpensionate. Und da war der Schriftsteller Winnig, der über die jungen Damen, die hier in Blankenburg überall bekannt waren, das Thema bestimmten, den Roman Frührot geschrieben hat. Ein sehr interessantes Buch, vor allem auch der Artikel verrät schon vieles. Wir hatten in Blankenburg schon Mädchenpensionate im 19. Jahrhundert und diese Mädchenpensionate wurden natürlich vermehrt in den 20er Jahren
aufgebaut, weil einmal die notwendige Bildung auch für die jungen Damen schon erfolgen mussten. Und hier waren sehr viele Kriegerwitwen. Hier war ja in Blankenburg die Haute Volée des Braunschweigischen Landes immer gewesen. Viele Männer waren im Ersten Weltkrieg gefallen und die Damen öffneten dann Pensionate. Das bekannteste war Mitter Kiebert mit 6 Lehrkräften, die nicht nur Haushalt, sondern auch Sport, aber auch darüber hinaus anderes lehrten. Alle Mädchen konnten auch zum Lyzeum gehen, sodass hier also auch früh schon für die Damen eine weitere Fortbildung stattfand. Und wir hatten darüber hinaus von Herrn Reineking die Tischlereifachschule, die 1909 hierher gekommen war und in den 20er Jahren eine Blütezeit hatte. Wir hatten über 250 Studierende der Tischlerei, Innenarchitektur, Werkmeister, die also Studiengänge von mehreren Monaten hatten, die aber auch für die Stadt bedeutungsvoll waren. Es gab verschiedene Verbindungen, Herzinia, Borussia und Kimbria, wie sie alle hießen. Und vor allem waren sie international bekannt, nicht nur aus Brasilien, sondern auch aus ganz Europa kamen Studenten hier nach Blankenburg. Das zeugt von der Internationalität von Blankenburg, was ja immer schon war. Früher hatten wir ja im 19. Jahrhundert hier auch schon Franzosen, die hier in Blankenburg waren. Und insofern ist das bedeutungsvoll. Wir hatten dann ja auch später noch im Zweiten Weltkrieg sehr viel Saarländer hier. Also Blankenburg ist auch in der braunschweigischen Landschaft sehr aktiv. Geöffnet ist die Ausstellung jeweils donnerstags von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr. Besichtigungen außerhalb dieser Zeit können nur mit Voranmeldung im Stadtarchiv vereinbart werden. Grandiose Würfe in der 50. Handball-Bundesliga. Handballtor der Saison 2015-16 wird gewählt. Es war die Jubiläumssaison, die 50. Handball-Bundesliga-Spielzeit. Und natürlich sind in diesem Jahr rekordverdächtig gute Tore gefallen. 10-mal habt ihr spektakuläre Monatssieger gewählt. Jetzt geht's um den finalen Titel. Das DKB-Tor der Saison. Hier noch einmal alle Treffer. Unerwartet passt als Beschreibung wohl am besten zu Julian Setters Tor im August. Seine gekullerte und damit vor allem kreative Version des Torabschlusses hat euch überzeugt. Phil Schrage vereint so ziemlich alles in seinem Wurf aus dem September. Drehung, Handwechsel, blinder Abschluss und das dann auch noch als Heber. Was will man eigentlich mehr? Außergewöhnlich, spektakulär und ein Treffer zum immer wieder Ansehen. Rune Damke lieferte im Oktober dieses Sahnestück ab. Und ihr habt es absolut zu Recht zum DKB-Tor des Monats gewotet. Nico Ferdinand braucht keine Körpertäuschung und auch keinen Sprungwurf. Seinen Treffer zum Ausgleich 5 Sekunden vor Schluss schlänzte er einfach am Gegenspieler vorbei, per Unterarmwurf in die Maschen. Das Tor im November. Warum auch nicht? Eine Extra-Pirouette kann ja nicht schaden. Sie brachte David Heinig sogar bis in die Wahl zum DKB-Tor des Monats Dezember. Der Leipziger mit seiner kleinen Show-Einlage, Tor 5. Das musst du erstmal hinkriegen. Der Camper war noch nicht genug. Steffen Mühlhoff konnte dann auch noch ganz cool hinter dem Kopf abschließen. Dieser Trickwurf gewann die Wahl im Februar. Sowas haben wir vorher auch noch nicht gesehen. Durch die Beine und ab in den Winkel. Eine recht ungewöhnliche Flugbahn, aber richtig cool. Marcel Müller und sein Tor 7 aus dem März. Ravensburger Teamwork führte zu unserem DKB-Tor des Monats April. Am Ende war es Simon Schmiedl, der nach dem Doppelcamper sicher verwandelte. Handball zum Zungeschnalzen. Eine
Dame hat es unter unsere 10 Kandidaten geschafft. Alicia Soffel und ihr Maitreffer. Aus einer schier unmöglichen Situation macht sie doch noch dieses Tor, mit dem wohl keiner mehr gerechnet hat. Chapeau! Von der 7-Meter-Linie richtig kreativ zu sein, fällt schwer. Jeffrey Boomhauer zeigt hier mal, wie das geht. Hinter dem Rücken frech ab in den Kasten. Aus dem Juni, Tor Nummer 10. Gartenlaube geht in Flammen auf. Meterhoch standen die Flammen bei diesem Laubenbrand am Sonntag gegen 23 Uhr in Quedlinburg. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet die Gartenlaube in der Gartenanlage Beethovenstraße-Schillerstraße in Brand. Weil sich noch 2 Gasflaschen in dem brennenden Objekt befinden sollten, galt äußerste Vorsicht für die Einsatzkräfte. Die gingen mit einem C-Rohr und unter schwerem Atemschutz zum Innenangriff vor. Nach kurzer Zeit konnten so die Gasflaschen geborgen werden. Ein 2. Trupp unter Atemschutz kam bei den Nachlöscharbeiten ebenfalls zum Einsatz. Die Wasserversorgung über einen Unterflurhydranten wurde über eine 160 Meter lange B-Leitung hergestellt. Die Feuerwehren Gernrod und Quedlinburg waren mit insgesamt 32 Kameraden hier im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Weil Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, wurde der Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zum Brand erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon Halberstadt 674-193 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. Einbrecher gefilmt. Seit 3 Monaten wurden im Stadtgebiet von Bernburg rund 100 Einbrüche und Einbruchsversuche registriert. Der entstandene Sachschaden liegt im 6-stelligen Bereich. Am 5. August wurden 2 Tatverdächtige bei einem Einbruchsversuch von einer privaten Überwachungskamera aufgezeichnet. Ermittlungen ergaben, dass im Vorfeld Grundstücke ausgespäht oder bei Bewohnern geklingelt wurde. Wer die abgebildeten Personen kennt oder Hinweise zum Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich mit einer Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Hunderte Teilnehmer bei Simson-Treffen. Ein ganzes Wochenende lang stand der Harzring in Rheinstedt im Zeichen des Zweitaktes. Beim größten Simson-Treffen der Region versammelten sich Fans und Schrauber aus nah und fern. Höhepunkt war dabei die alljährliche gemeinsame Ausfahrt aller Teilnehmer auf dem Rundkurs. Neben Testläufen für Tuningmaschinen auf dem Prüfstand standen dabei vor allem die freie Fahrt und die verschiedenen Wettkämpfe im Mittelpunkt. Gutes Wohnen in Halberstadt buchstabiert man WGH. Die Wetteraussichten werden präsentiert von der Wohnungsbaugenossenschaft Halberstadt. Der Mittwoch zeigt sich von seiner freundlichen Seite. Der Tag startet leicht bewölkt und sonnig. Diese Wetterlage ändert sich auch nicht über den Tag, es bleibt also ein Wechselspiel von Sonne und Wolken. Erwartet werden etwa 6 Sonnenstunden. Die Temperatur beträgt milde 22 Grad bei angenehm schwachem Ostwind. In der Nacht sinken die Temperaturen dann auf kühle 10 Grad. Regen ist nicht zu erwarten. Der Trend des freundlichen Wetters setzt sich auch am Donnerstag fort. Es wird wärmer und sonniger. Neu einrichten, sparen und Gutes tun. Das geht nur mit Möbel Müller. Noch bis zum 20. August zahlt Möbel Müller Ihnen beim Kauf einer Garnitur mit mindestens 5 Sitzplätzen 500 Euro für Ihr gebrauchtes Sofa. Ganz egal wie alt, ganz egal woher. Alle brauchbaren und verwertbaren Garnituren stellt Möbel Müller anschließend hilfebedürftigen Menschen zur Verfügung. Neu einrichten, sparen und Gutes tun. Noch bis zum 20. August bei Möbel Müller in Thale. Goethe war am Stubenberg, Bismarck besuchte ihn und haben Sie schon die gutbürgerliche Küche kennengelernt? Die immer frisch zubereiteten saisonalen Gerichte probiert, die Gastfreundschaft und natürlich die herrliche Aussicht genossen? Reise-, Wander- und Bikergruppen finden im Restaurant oder Biergarten immer ein gemütliches Plätzchen. Und Familienfeiern werden garantiert festlich gestaltet. Das Team vom Hotel Stubenberg erwartet auch Sie. Wochentags ab 15 Uhr und an den Wochenenden ab 11.30 Uhr.
Erleben Sie bei Schubinski innovative Produkte für höchste Ansprüche und Technik und Lösungen mit Leidenschaft. EP Media Park Schubinski. Mein Service macht den Unterschied. Gucken Sie nicht länger in die Röhre, sondern erleben Sie Ihr Lieblingsprogramm und Filme hochauflösend auf modernen Smart-TV-Geräten von Samsung. Egal ob 43 Zoll oder 60 Zoll Fernseher, die klangverbessernde Soundbar oder die sparsame und effektive Waschmaschine. Die neueste Technik gibt's jetzt zum Sensationspreis und auf Wunsch auch mit 0% Finanzierung in 10 monatlichen Raten. Lassen Sie sich zu diesen Angeboten gern bei uns beraten. Die Ostharz Brennstoff GmbH, Ihr Partner für Heizöl, Diesel und Schmierstoffe, präsentiert den zweiten Quedlinburger Dixieland Herbst. Los geht's am 23. September mit dem Anheizen im Quartier 7, wenn Jazz und Swing auf Fachwerk und gute Laune treffen. Am 24. September startet der zweite Harz-Dixie durchs herbstlich romantische Selketal. Gehen Sie an Bord der ganz besonderen Fahrt von Quedlinburg nach Harzgerode. Erleben Sie Dixieland und Swing unter Volldampf mit der alten Wache aus Potsdam, den Dixie Kings und vielen mehr. Den krönenden Abschluss bildet die Open-Air-Jam-Session auf Schloss Harzgerode. Tickets für die Hin- und Rückfahrt erhalten Sie bei der Quedlinburg-Information am Marktplatz oder online bei eventim.de. Danach heißt es Dampf ablassen im Quartier 7 mit dem Jens Wimmer Trio und der Red House Jazz Band. Und nach der durchtanzten Nacht geht's weiter in der Lionel Feininger Galerie. Beim Frühshoppen ab 11 Uhr lassen Sie den zweiten Dixieland Herbst ganz entspannt ausklingen. Musik, Spaß und Stimmung vom 23. bis 25. September in Quedlinburg. Team Konrad, Service mit Tradition seit über 80 Jahren. In unserem erweiterten und modernen Autohaus in Halberstadt präsentieren wir Ihnen aus der abwechslungsreichen Welt von Kia die richtigen Begleiter für jede Lebenslage. Unser Team im Verkauf, bei der Finanzierung und im Service kümmert sich kompetent um Sie und Ihr Fahrzeug. Egal ob Inspektion, Wartung oder Reparatur, da sehen wir genau hin und erledigen das. Gründlich, günstig und schnell. Auch für Ihr Fahrzeug. So sorgen wir für zufriedene Kunden. Hallo, mein Name ist Alfred Konrad und ich lade Sie ein, die Welt von Kia in unserem Hause zu entdecken. Kia Motors, the power to surprise, mit 7 Jahren Garantie. Bei Ihrem Team Konrad. Heute bei RFH. Vagona besiegelt Zusammenarbeit. Hersteller beteiligt sich an der Schokolade 2016. Grandiose Würfe in der 50. Handball-Bundesliga. Handballtor der Saison 2015-16 wird gewählt. Braunschweigische Landschaft im Ratskeller. Neue Ausstellung auf 23 Tafeln. Gartenlaube geht in Flammen auf. Einbrecher gefilmt. RFH, einfach näher dran. AOK-Versicherte haben's besser, denn sie zahlen weniger. Jetzt zur günstigen Krankenversicherung aus Sachsen-Anhalt wechseln. Nähere Informationen erhalten Sie unter www.besserhaben.de. AOK, die Gesundheitskasse. Stadtwerke Blankenburg, Kompetenz vor Ort. Wir bieten Ihnen einen ausgezeichneten Kundenservice mit informativer und individueller Beratung. Machen uns mit erneuerbaren und alternativen Energien stark für den Klimaschutz und engagieren uns für die Menschen in der Region. Stadtwerke Blankenburg, Ihr Partner vor Ort. Alle Infos unter sw-blankenburg.de. Vagona besiegelt Zusammenarbeit. Hersteller beteiligt sich an der Schokolade 2016. Damit ist es besiegelt. Auch 2016 werden die Wernigerode Tourismus GmbH und Vagona Schokoladen aus Wernigerode Hand in Hand arbeiten, wenn am 28. Oktober das diesjährige Schokoladenfestival Schokolade beginnt. Ein ganzes Wochenende lang steht die bunte Stadt am Harz dann wieder im Zeichen der süßen Versuchung. Wir sind gerade bei den Vorbereitungen. Wir haben zwar noch Sommer eigentlich, aber natürlich laufen schon die Vorbereitungen auf Hochtouren. Der Zeitraum steht schon fest. 28. Oktober bis 1. November wird in diesem Jahr das Schokoladenfestival stattfinden. Es ist ein besonderes Festival. Es ist nämlich das 5. Also wir feiern so einen kleinen Geburtstag. Und wir werden größer. Der Markt wird etwas größer, weil viele Aussteller nach Wernigerode kommen möchten und so, dass wir also wieder auf dem Markt viel erleben können, aber wir haben auch drumherum einige Punkte, die wieder ganz spannend sind. Wir stehen hier gerade vor Vagona, der Wernigeröder Schokoladenfabrik, die natürlich auch mit dabei sein wird.
Im Vergonawerk in Wernigerode ist Lars Rietzko der Master of Chocolate. Seine 450 Mitarbeiter produzieren für den gesamten Weltmarkt so ziemlich alles, was aus Schokolade ist. Wofür produzieren Sie, was produzieren Sie und für wen? Wo geht die Ware aus Wernigerode hin? Die Ware geht weltweit, die geht bis nach Australien, die geht bis nach Amerika, Asien, Afrika, Europa, Deutschland, Südamerika. Für den gesamten Lebensmitteleinzelhandel, für Lidl, Rewe, Aldi, Edeka, Penny, Kaufland, Karstadt, also jeden Einzelhändler, den es irgendwo gibt in Deutschland und Europa, den beliefern wir komplett. Das heißt, wenn ich zu Weihnachten in Sydney zu Aldi gehe, kann es sein, dass ich da den Schokoladenweihnachtsmann aus Wernigerode finde? Dort werden Sie auch einen Schokoladenweihnachtsmann oder auch einen Adventskalender. Wir sind weltweit der größte Adventskalenderhersteller mit knapp 30 Millionen Adventskalendern. Werden Sie mit großer Wahrscheinlichkeit dort Ware von uns finden, ja. Jetzt müssen Sie ja, dadurch, dass Sie auch um den kompletten Globus sehr, sehr lange Lieferzeiten haben, schon sehr, sehr früh mit der Produktion anfangen. Wann läuft hier der erste Weihnachtsmann vom Band und wann der erste Osterhase ungefähr? Also wir starten mit der Weihnachtssaison so im Mai, weil ab Juli geht die Ware raus bis nach Asien, bis nach Australien und das Schiff braucht circa 6 bis 8 Wochen, bis es dann dort angekommen ist und mit Ostern starten wir Mitte, Ende Oktober ungefähr, weil auch dort die Ware im November bereits rausgeht Richtung Übersee. Der eine oder andere Verbraucher wundert sich immer, dass er im August oder September schon die Schokoladenweihnachtsmänner im Laden findet. Was sagen Sie als Produzent dazu? Ist das nicht ein bisschen pünktlich? Im August ist zu früh. Hier in Deutschland liefern wir auch erst ein bisschen später aus, im August noch nicht. Aber für den Schokoladenweihnachtsmann ist es noch ein bisschen früh. Auf der inzwischen 5. Schokolade darf selbstverständlich der Vergona Showroom nicht fehlen. Vor den Augen der Besucher verzieren die Auszubildenden sogenannte Schokoladenhohlkörper und machen daraus sündige Kunstwerke. Schokolade hat schon lange Tradition hier in Wernigerode und für uns ist es eine große Ehre, daran teilzunehmen, an dieser Schokoladenfestival. Wir machen das nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern wir haben einfach Spaß daran. Wir stellen auch Produkte mit unseren Auszubildenden dort zur Schau. Wir schminken dort Figuren, wir produzieren dort Figuren. Wir wollen Schokolade noch bekannter machen. Wir wollen den Beruf dort, auch des Süßwarentechnikers dort bekannter machen, sodass wir auch noch mehr Auszubildende hierher bekommen und deswegen beteiligen wir uns sehr gerne an diesem Schokofestival. Neben altbewährtem gibt es 2016 aber auch eine Menge Neues zu entdecken. Zwar laufen die Vorbereitungen noch, ein paar Details kann Organisator Roman Müller aber schon jetzt verraten. Was gibt's dieses Jahr bei der Schokolade in Wernigerode, was es die Jahre davor nicht gab? Einmal, dass wir mehr Teilnehmer haben, mehr Marktstände haben werden. Wir werden das Thema Fairtrade noch stärker hervorheben. Wir haben im letzten Jahr angefangen damit. Es wird eine Ausstellung zum Thema Fairtrade und Schokoladenpapier geben. Wir haben einen der größten Schokoladenpapiersammler der Welt nach Wernigerode eingeladen, der diese Ausstellung derzeit vorbereitet. Die wird schon ab 30. September zu sehen sein. Und da wollen wir das Thema Fairtrade auf Schokoladenpapier ein bisschen beleuchten. Dieser Mann hat sogar einen Weltrekord im Guinness Book of Records für seine Sammlung bekommen. Und da sind wir schon sehr gespannt, was er uns zeigen wird. Wie gesagt, das Schokoladengenussdinner am Samstagabend wird es geben und viele Punkte drumherum vom Werksverkauf bei Vergona, der natürlich geöffnet hat zur Schokolade, bis hin zum Baumkuchenhaus mit der Schauproduktion. Also da gibt es viele Punkte, die man wieder erleben kann in diesem Jahr. Auch die Vergona-Fabrik am westlichen Stadtrand wird Teil des Rahmenprogramms. Nachdem bereits in den vergangenen Jahren die Nachfrage nach Werksführungen riesig war, werden auch 2016 Führungen von kleinen Gruppen möglich sein. Sie werden komplett eingekleidet, die Hygienerichtlinien müssen entsprechend eingehalten werden. Dann gibt es eine Werksführung, die dauert circa 1,5 Stunden ungefähr. Werden die einzelnen Maschinen dort durchlaufen, werden die Verpackungslinien durchlaufen, dann werden sie komplett Lagerführung bekommen, also komplett Rundumtour bei über 50.000 Quadratmetern. Einige Schokoladenbonbons werden das Förderband wohl noch herunterlaufen, bis die 5. Schokolade am 28. Oktober in Wernigerode startet. Aber Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Veranstaltungen im Harz. Nach dem
großen Erfolg im vergangenen Jahr kehren The Love Keys zurück auf die Bühne im Burchardi-Kloster. Mit einem neuen Programm aus Mantras und spirituellen Liedern nehmen sie Alea und Ben mit auf eine klangvolle Reise durch Indien und Bali. Los geht's am 19. August um 19 Uhr im Garten des Burchardi-Klosters. Karten erhalten Sie ab 15 Euro im Vorverkauf bei der Mobilitätszentrale Harz im Halberstädter Hauptbahnhof oder telefonisch. Nach dem durchschlagenden Erfolg von Don Giovanni 2013 kehrt Regisseur Maximilian Ponada zurück zu den Wernigeröder Schlossfestspielen. Ab dem 12. August trifft der Freischütz auf die atemberaubende Kulisse von Schloss Wernigerode. Erleben Sie Karl Maria von Webers Meisterwerk im einmaligen Ambiente des Schlosshofes. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für eine der fast ausverkauften Vorstellungen. Erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und online unter www.pkow.de. Die Theater-Highlights im Sommer im Harzer Bergtheater Thale. Das Kinder- und Jugendtheater Fairy Tale präsentiert eine Geschichte voller Abenteuer, Freundschaft und Gefahr. Erleben Sie den Zauberer von Oz in der einmaligen Kulisse des Harzer Bergtheaters Thale. Gehen Sie bis September 2016 mit Dorothy und ihren Freunden auf eine spannende Reise durchs Schlaraffenland. Tickets für die Theater-Highlights in Thale erhalten Sie bei der Bodetal-Information und online auf bodetal.de. Gehen Sie auf Zeitreise in Thale. Das DDR-Museum zeigt 40 Jahre DDR-Geschichte. Möbel, Technik, Bücher und Einrichtungsgegenstände, mit denen viele Erinnerungen verbunden sind. Das einzigartige DDR-Museum bei Möbel Müller in Thale ist montags bis samstags für Sie geöffnet. Ein toller Tipp für die ganze Familie. Über 6 Jahrzehnte gibt es den Judo-Verein Grün-Weiß-Wittenberg Piesteritz. Heute trainieren 65 Sportler, davon 2/3 Kinder und Jugendliche im Verein. Den größten Erfolg des Vereines errang Wolfgang Löffler 2014 bei der Seniorenweltmeisterschaft in der Altersklasse 60 bis 64 Jahre. Der Wolfgang Löffler ist vor 2 Jahren in Abu Dhabi Weltmeister geworden. Ich habe an demselben Tag einen 3. Platz gemacht. Olaf Rodewald startete in der Altersklasse 45 bis 49 bis 81 Kilo bei der Weltmeisterschaft in Abu Dhabi. Mit Judo hat er im Alter von 10 Jahren angefangen, weil er keine Lust mehr auf Handball hatte. Schon als Kind gewann er 10 von 14 Wettkämpfen. Sein größter Triumph zu DDR-Zeiten war der 1. Platz bei der Bestenermittlung 1988. Für ihn ist Judo ein Allround-Sport. Ich bin der Meinung, dass Judo ein Allround-Sport ist, sodass alle Muskeln und vor allen Dingen auch der Kopf beansprucht wird, weil einfach nur mit Kraft auf der Matte gehen oder so, das geht nicht. Man braucht Technik, man braucht wirklich, ich sag mal, ob man von Liegestütz über Sit-Ups oder was weiß ich, Ausdauer, man muss alles machen, um im Judo zu bestehen. Sein Training sind die jährlich laufenden Wettkämpfe, die zur Vorbereitung auf die deutsche, Europa- und Weltmeisterschaft dienen. Und die Erfolge geben ihm die erforderliche Motivation. Ja, ich sag mal, das erste Mal, wo ich hier bei den Senioren mitgefahren bin, das war 2005. Und da bin ich auf Anhieb Vize-Europameister geworden. Das war für mich schon ein super Erlebnis. Und dann ein Jahr später war ich, glaube ich, in Tours in Frankreich zur Weltmeisterschaft, bin ich auch 2. geworden. Und so hat sich das dann die Jahre immer mal hingeschoben. Also mal einen 2., mal einen 3., ab und zu dann auch mal einen 5. oder nur einen 7. In Sindelfingen war auch noch in der Weltmeisterschaft, habe ich auch den 2. gemacht. Aber leider Gottes hat es halt noch nicht geklappt zum Europa- oder Weltmeistertitel. Die nächste Möglichkeit ist Ende Juni bei der Europameisterschaft in Kroatien. Sein Vereinskamerad Harald Funk hat das Ziel Europameister schon geschafft. Besonders stolz bin ich auf meinen Europameistertitel vor 2 Jahren. Ich mache seit 2002
wieder also intensiver Wettkämpfe im Altersbereich. Immerhin muss der Brandenburger 125 Kilometer fahren, um mit seinem Verein in Wittenberg trainieren zu können. Die Weltenbummler Rodewald und Löffler, die fast jede Wettkampfherausforderung wahrnehmen, setzen sich auch intensiv mit der Nachwuchsförderung auseinander. Olaf Rodewald ist sozusagen der Ausputzer des Judo-Vereins, der einspringt, wenn ein Nachwuchstrainer fehlt. Ansonsten trainiert er den Erwachsenenbereich. Harald Funk ist gerade dabei, seinen Trainerschein zu machen. Jeder Judoka kommt an den Punkt, wo er seinen ersten Meistergrad erringen will. Für Gerhard Stark vom Wittenberger Judo-Verein war dieser Zeitpunkt mit 76 Jahren gekommen, wo er seinen ersten Dan ablegte. Funk hat es seit 2008, wo er zu den Piesteritzer Judokas kam und für den ersten Dan trainierte, bis heute zum dritten Dan geschafft. Und Rodewald hat im März 2015 seinen vierten Dan abgelegt. Und welche Ziele hat er noch? Wenn es alles klappt, würde ich auch noch meinen fünften Dan machen. Und ansonsten wäre es schön, wenn ich mal irgendwann mal einen Europa- oder Weltmeistertitel kriege. Und auch sein Judo-Freund Harald Funk ist noch medaillenhungrig. Mein nächstes Ziel wäre, nochmal also bei einer Weltmeisterschaft eine Medaille zu holen. Ich war schon häufig nah dran. Also jetzt nicht im letzten Jahr bin ich Siebter geworden. Das ist also relativ nah, nicht? Das ist also im Grunde genommen ein Kampf gewinnen, dann hat man die Medaille sozusagen vor sich. Der Traditionsverein SV Grün-Weiß-Wittenberg-Piesteritz ist ein gutes Judoka-Pflaster in Sachsen-Anhalt, wo Welt-, Europa- und deutsche Meister gedeihen. Und der Judo-Verein bietet gute Voraussetzungen in der Lutherstadt Wittenberg, sodass die Erfolge auch in Zukunft nicht ausbleiben. Das Halberstädter Küchenstudio mit dem besonderen Service. Individuelle Beratung, professionelle Planung, zuverlässige Montage. Ihr Küchentraum wird Wirklichkeit. Das Küchenstudio Spiegelstraße präsentiert Ihnen die Veranstaltungstipps. Der Harz ist ein geologisch sehr interessantes Gebirge. Aus diesem Grund beschäftigt sich die Ausstellung Drei Länder, ein Harz des Regionalverbands Harz in Quedlinburg mit den vergangenen 500 Millionen Jahren. Mit vielen Farbblättern, Farbseiten und Broschüren zu Themenwegen im Harz wird versucht, möglichst anschaulich dessen Geschichte aufzuzeigen und zu eigenen Entdeckungen angeregt. Somit bildet diese Ausstellung den idealen Ausgangspunkt für eine Reise durch den Harz und seine einzigartige Natur und Geschichte. Der Boden im Harz bietet einer enormen Vielzahl an Lebewesen einen Lebensraum. Von Maulwürfen bis zu den Mikroben, die die Erde erst fruchtbar machen. Mit diesen Böden setzt sich das Wernigeröder Harzmuseum in seiner neuen Ausstellung auseinander. Verschiedene Arten wie Maulwurf oder Regenwurm werden hier genauer vorgestellt. Die Ausstellung hat von Montag bis Samstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Das Wernigeröder Altstadtfest bietet seinen Besuchern ein vielfältiges Programm an. Von Live-Musik über Kunsthandwerk bis hin zu Leckereien ist vieles geboten. Definitiv ein Spaß für die ganze Familie. Prävent pur von Foxy Moon. Denn Vorbeugen ist die bessere Medizin. Gnobi Vital, altbewährt und hilfreich. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Gnobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Die wertvollen Inhaltsstoffe des Knoblauchs, vereint mit den Wirkstoffen aus Aroniabeere, Weißdorn oder Ingwer, 2 in 1, erhält Ihre Herzfunktion. Bleiben Sie fit bis ins hohe Alter. Knobi Vital. Gesundheit ist unser höchstes Gut. Wir trinken sie jeden Abend, weil es wirklich hilft. Erhältlich in Apotheken und Reformhäusern. Sie suchen eine neue Herausforderung und finden einfach nichts Passendes? Dann hat die Agentur für Arbeit sicher auch für Sie genau das Richtige. Wenn Sie sich für eine der ausgeschriebenen Stellen interessieren, dann nichts wie ran ans Telefon. Alle Angebote im Überblick finden Sie auch im RFH Teletext ab Seite 301.